entspannen. Ich hab's gleich. Tada! Das ist perfekt. Frank wird umkippen. Wie sieht mein Hintern aus? Gut. Gut? Dein Job ist es, die Braut bei Laune zu halten. Also nochmal. Wie sieht mein Hintern aus? Das ist der beste Hintern der gesamten Ostküste. Ich habe noch was für dich. Was Altes, was Neues und was Geborgtes hast du ja schon. Fehlt noch was Blaues. Das ist ein Lapislazuli, der Freundschaftsstein. Komm her. Oh, wow. Danke. So schön, dass du wieder in Georgetown bist. Ich freue mich für euch. Das Kleid ist einfach... Ich mir nicht geschworen hätte, nie zu heiraten für so ein Kleid. Na, wenn du es dir noch mal anders überlegst. Nur über meine Leiche. Jetzt muss ich los. Oh, ja, hoffentlich ist Frank fit genug. Ah, Junggesellenabschied. Vorhin, als ich aus dem Haus bin, war er noch nicht zurück. Ach, na, ein Stethoskop wird er wohl halten können. Bis heute Abend. Ja. Wie schön. Oh nein, alles okay. Hat er was ausgefressen? Halb so wild. Die Jungs haben nur die Flagge vom Rathausdach geklaut. Ich habe dafür gesorgt, dass er heil nach Hause kommt. Danke. Wow, hier betreut die Polizei persönlich die Junggesellenabschiede. Huh? Laura! Oh, Emily, was machst du denn schon hier? Was? Ich bin von der Woche angezogen, schon vergessen? Nicht dein Ernst, ne? Emily. Nein, nein, warte, es tut mir leid. Das war's. Emily, ich liebe dich doch. Dr. Steinberg ist jetzt im Haus. Er wird sich gleich um Sie kümmern. Mhm. Hi, Frank. Hola. Mensch. Morgen, Dr. Steinberg. Oh, hast du eine Fahne? Hattest du einen guten Abend? Ich glaube, hier still fragen wir ich. Also. Alles okay bei dir? Mhm. Ja. Ich hab manchmal ein bisschen Kopfschmerzen, so ein leichtes Schwindelgefühl, aber sonst alles gut. Schwindel. Das muss erstmal nichts bedeuten. Das kann viele verschiedene Ursachen haben, wenn man viel zu viel arbeitet zum Beispiel. Ja, ist viel los im Moment. Seaside-Fest vorbereiten, eure Hochzeit und die Renovierungsarbeiten zum Saisonstart. Ich schaue mir das natürlich trotzdem genauer an. Wir durchleuchten dich heute mal so richtig. Blutbild, EKG, MRT, das volle Programm. Und dann kommst du morgen 16.45 Uhr wieder zur Auswertung. Alles klar. Cheryl, würden Sie bitte Miss Atkinson die Blutabnahme abholen? Danke. Dann bis heute Abend. Nein, nein, morgen, 16.45 Uhr. Die Tischordnung. Wir besprechen die Tischordnung mit deinen Schwiegereltern. Bei mir im Hotel. Ja, richtig. Miss Atkinson? Das muss ja echt ein heftiger Abend gewesen sein.
nicht gesagt, was du dir zum Geburtstag wünschst. Das weißt du doch, ein Hund. Ja, darüber hatten wir ja gesprochen, aber... Ich kann dich nicht verstehen! Freches Aas. Sag jetzt nicht Frank? Komm. Oh, Paula. Emily, wie schön, dass ihr da seid. Ich habe die Füllung für die Hochzeitstorte fertig. Probiert mal. Mousse au Chocolat. Schlechtes Timing. Oder Waldbeere? Es war so erniedrigend, wie er sie da gerufen hat. Und wie sie da standen und ihren scheiß langen Haaren und ihren scheiß sexy Kurven und ihrer scheiß sexy Uniform. Doch, das hätte ich Laura echt nicht zugetraut. Ich dachte wirklich, Frank hätte sich auf unsere Beziehung eingelassen. So ein Idiot. Für den hast du deinen Traumjob in New York an den Nagel gehängt, um hier mit ihm zu leben, und der legt die Dorfpolizistin flach. Es war so eine Scheißidee, alles stehen und liegen zu lassen. Wie konnte ich nur so blöd sein? Nein. Du bleibst jetzt erstmal hier. Im Seaside, ja? Solange du willst. Danke dir. Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Das ist doch so. Ja. Männer kommen und gehen, beste Freundin bleiben. Es ist so. Eigentlich müssten Frauen Frauen heiraten. Dann wäre endlich Schluss mit den Problemen. Deine Eltern müssten gleich hier sein. Oh. Ich kann jetzt unmöglich die glückliche Braut spielen. Em, bevor du jetzt wieder alles über den Haufen wirfst, bitte schlaf noch mal eine Nacht drüber, ja? Ist los wieder? Mhm. Ich muss mich mal auf andere Gedanken bringen. Freust du dich auf deinen Geburtstag? Und wie? Auch wenn Mama keinen Hund schenken will. Und worauf freust du dich besonders? Auf das Paket von meinem Dad. Schickt mir mal was total Cooles. Schaffst du es überhaupt, 10 Kerzen auszupusten? Klar! Was machen wir mit Onkel Walter? Ich hab's. Wir setzen ihn neben dich. Oh nein, der erzählt immer so schlechte Witze. Douglas, der Souvenir, den du für den ersten Gang ausgesucht hast, ist nicht lieferbar zurzeit. Das ist eine Katastrophe. Was machen wir denn jetzt? Ist leider nicht die einzige Katastrophe heute. Wo ist denn Frank? Oh nein. Was ist denn passiert? Es gibt keine Hochzeit. Wie bitte? Er hat mich betrogen. Den Mistkerl bringe ich um. Ja, bitte. Aber wenn ich damit fertig bin, kann ich sicher sein, dass ihr euch nicht doch wieder... Douglas. Aber Linda, entschuldige, du hast doch selbst gehofft, dass es diesmal klappt, nachdem dieser... Richard, sage ich doch. Richard sie damals hat sitzen lassen an Valentinstag wegen seiner Ex. Douglas, ich kenne die Geschichte. Ach, Schatz. Du kannst jederzeit wieder bei uns einziehen, hm?
Ich habe gedacht, diesmal, endlich. Sie hat einfach kein gutes Händchen. Ja, das hat sie von dir. Du hattest auch Pech mit Männern, bis du mich kennengelernt hast. Und du hast vor mir gar keine Frauen gekannt. Du, unser armes Mädchen. Dabei haben wir den Gegenwert eines Kleinwagens in diese Hochzeit investiert. Wir haben völlig umsonst 152 Tischkärtchen per Hand beschriftet. Dann müssen wir jetzt 152 Gästen absagen. Ich fahre, du hattest Wein. Dabei belassen, irgendeiner Stripperin Schlagsahne ins Dekolleté zu sprühen, so wie es andere Junggesellen machen. Ich habe total Mist gebaut. Mist gebaut hast du? Du hast es gegen die Wand gefahren, mein Freund. Und eins sage ich dir, so eine Frau wie Emily findest du nie wieder. Nie wieder. Ja, aber... Aber was? Aber jetzt erstmal zu dir. Deine Blutwerte sind gut. Wunderbar. Warte bitte einen Moment. Willst du mir jetzt noch sagen, dass ich gesund essen soll und weniger arbeiten? Weißt du, was du solltest? Weniger fremdgehen. Das solltest du. Wie in deinem Alter, dass du es da noch nötig hast, loszugehen und die Bestätigung von irgendeiner Dorfpolizistin... Holla! Setz dich! Bitte. Ich will dir hier was zeigen. Das hier ist dein Gehirn. Hier in der Arterie ist eine Aussackung zu erkennen. Das ist ein Aneurysma. So ein Aneurysma kann aufplatzen und eine Hirnblutung verursachen, die zu Komplikationen führen kann wie einem Schlaganfall. Im schlimmsten Fall zum Tod. Wahrscheinlich hast du dieses Aneurysma schon seit Jahren, vielleicht sogar schon seit deiner Geburt. Theoretisch kannst du damit 100 Jahre alt werden. Theoretisch? Es gibt die Möglichkeit einer Operation, minimalinvasiv. Ich habe Professor McKinney dabei schon häufig assistiert. Dabei schieben wir einen Katheter über die Leiste in die Hirnarterie und platzieren eine Metallspirale und einen Platinfaden im Aneurysma. Es kann dadurch stillgelegt werden. Mhm. Okay, das will ich. Wann? Die Operation ist mit Risiken verbunden. Es kann auch während der Operation zu einem Schlaganfall kommen. Ja, wie oft? Ungefähr 19 von 20 Eingriffen sind erfolgreich. Wenn es allerdings zu Komplikationen kommt, dann meist mit schwerwiegenden Folgen. Es ist fast unmöglich, die Risiken mit oder ohne OP gegeneinander abzuwägen. Meine Erfahrung sagt mir, dass nur wenige Menschen mit einer Zeitbombe im Kopf klarkommen. Ich würde dir zu einer Operation raten. Lucy wird 10. Sie hat nur mich. Denk erst mal in Ruhe darüber nach. Du sollst versuchen, weniger zu arbeiten, keinen extremen Sport treiben, am besten auf Alkohol und Kaffee verzichten und auf alles, was dich irgendwie aufregen könnte. Ich weiß, das klingt, als müsstest du mit dem Leben aufhören.
Lucy. Mom, du zerdrückst mich ja fast. Entschuldigung. Hier. Danke. Mrs. Atkinson. Ja? Welche Bäume wollen wir denn noch bis zum Saisonstart pflanzen? Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Wir müssen es bald entscheiden. Na, Ahorn, passt doch am besten in die Gegend. Dann kannst du Pancakes mit deinem eigenen Ahornsirup servieren. Lass uns doch probeweise ein paar Bäume bestellen und wir schauen, wie es wirkt, oder? Ja, Ahorn ist doch gut. Gut. Es wird vermutlich ein paar Jahre dauern, bis wir das erste Mal ernten können. Aber sie haben ihr halbes Leben ja noch vor sich. Frank hat angerufen. Bestimmt 10.000 Mal und schreibt eine SMS nach der anderen. Aber ich bin stark geblieben. Ich muss mich jetzt von ihm abgrenzen. Auch wenn es echt... Ist irgendwas? Paula? Manchmal ist das Leben ein riesengroßes Arschloch. Aber Frank ist ein sehr guter Arzt. Und wenn er sagt, du sollst dich von McKinney operieren lassen, dann kannst du ihm da vertrauen. In der Hinsicht. Und wenn was schief geht? Was wird denn dann aus Lucy? Ich warte einfach noch ein paar Jahre, bis sie älter ist. Ja, und dann lebst du mit angezogener Handbremse? Und dem Gedanken, dass es jederzeit vorbei sein könnte, da wirst du doch verrückt. Ich bin immer gut allein zurechtgekommen. Jetzt wünsche ich mir auf einmal, dass da noch jemand wäre an meiner Seite. Jemand, der auch Verantwortung übernimmt. Hast du mal dran gedacht, Thomas zu kontaktieren? Warum soll der sich denn auf einmal für seine Tochter interessieren? Ja, vielleicht hat er sich ja geändert, du weißt es ja nicht. Ruf doch einfach mal in Shanghai an. Geh mal laufen. Bleib noch. Guten Tag, Paula Atkinson hier. Ich würde gerne mit Thomas Mitchell sprechen, bitte. Einen Moment, bitte. Ja, bitte? Eine Paula Atkinson möchte Sie gerne sprechen. Mr. Mitchell? Sind Sie noch dran? Bitte richten Sie ihr aus, dass ich in einem Meeting bin. Oder noch besser, sagen Sie ihr, dass ich die Firma vor kurzem verlassen habe. Oh. Wie Sie wünschen, Mr. Mitchell. Sie wissen nicht, wo er jetzt arbeitet? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie einen Kontakt herstellen könnten. Ich würde Ihnen mal meine Nummer sagen, ja? Sie hat diese Nummer für Sie hinterlassen. Es geht um eine dringende Familienangelegenheit. Schau mal, ich habe ein bisschen
recherchiert über Aneurysmen. Ach, schön. So ein bisschen Halbwissen aus dem Internet. Ja, ich habe mir gedacht, das könnte nicht schaden. Lektion Nummer 1, Alkohol vermeiden. Lektion Nummer 2, kürzer treten. Ich weiß, gehört nicht zu deinen Stärken. Aber jetzt kannst du mal lernen, Aufgaben abzugeben. Ich habe versucht, Thomas zu erreichen. Aber er arbeitet da nicht mehr und hat doch überhaupt keine Adresse hinterlassen oder so. Na, wenigstens hast du es probiert. Ich würde durchdrehen, wenn du jetzt nicht da wärst. Frag mich mal, wenn du nicht wärst. Das wäre doch die Idee. Du und ich, wir beide. Paula, ich will, dass du weißt, dass, falls dir irgendwas passiert, dass ich immer für Lucy da sein werde. Versprochen. Das ist gut. Wir können es auch ganz offiziell machen. Es ist im Endeffekt nur eine Unterschrift. Dann wäre Lucy abgesichert und du könntest dich leichter für die OP entscheiden. Sprichst du vom Heiraten? Mhm. Wieso nicht? Du hast doch selbst gesagt, so eine Freundschaft wie unsere, die hält ewig. Mit dir passe ich viel besser zusammen als mit jedem Mann. Willst du Paula Lee Atkinson, meine Frau, werden? Das würdest du für mich tun. Weinlieferant bezüglich des Seaside-Fests gemeldet, die Lieferung? Emily hat das schon geklärt. Oh, schön, okay. Gut, dann kümmere ich mich jetzt mal um die Setlist für die Band. Nicht notwendig. Hat Emily auch erledigt. Und die Aircondition in Zimmer 3 ist die... Du gute Fee, was hast du gerade mit Sarah besprochen? Wir hatten eine Idee für das Seaside Fest. Du kennst doch diese weißen Dinnerpartys. Mhm. Da stellen die Leute ihre Tische auf die Straße, ziehen sich komplett weiß an und machen Picknick. Stell dir mal vor, wie schön das aussehen würde. Lauter weiße Tafeln mit weißen Tischdecken hier im Garten. Und die Leute können ihr eigenes Essen mitbringen. Und wir verkaufen nur unsere Getränke, meinst du? Weniger Aufwand, größere Wirkung. Das wäre eine super Werbung für Seaside. Und das alles ganz in weiß, wie bei einer Hochzeit. Willst du dir wirklich eine überarbeitete Hoteldirektorin mit Dachschaden ans Bein binden? Und präpubertärer Tochter? Ach, viel schlimmer als mit einem untreuen Neurochirurgen mit Uniformfetisch. Kannst du nicht werden. Oder? Ja, aber wirklich, was ist denn, wenn er dann plötzlich kommt, der Mann deines Lebens, und dann denkst du dir, ich will 4 Kinder mit dir haben? Ja, eins habe ich dann ja schon. Den Sex horsen wir sowieso aus. Und alles andere sehen wir dann. Ich glaube, mit dir würde ich mich das trauen. Ja? Ja. Ja. Ja, ich will dich heiraten. Well, this is just a simple song to say what you done.
I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. Oh nein. Sag mal, ist das... Von der lassen wir uns bestimmt nicht den Tag verderben. Glaubst du, die hat den Nerv, dir ein Ticket zu geben? Das werden wir ja sehen. Komm schon, halt an. Hier? Officer Laura Stone? Sie haben gegen den weiblichen Ehrenkodex von Massachusetts verstoßen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Seid ihr jetzt völlig durchgeknallt? Nee, wir meinen das ganz ernst. Solltest das Pressbus gleiten. Das war großartig. Ich fand das zweite noch schlimmer. Ich sah aus wie ein Sahne wie sie. Wem steht denn sowas? So ein kleines Schweinchen. Danke. Ich finde, wir sollten zurückgehen und es nochmal probieren. Ach, nein. Sag mal, wir können doch das Seaside Fest gleich für unsere Hochzeit nutzen. Meinst du wirklich? Mhm. Aber ich weiß nicht, ich stelle mir das eigentlich eher so ein bisschen intimer vor. Nicht so öffentlich. Echt? Schade. Hi. Hallo. Ich brauche noch einen Moment. Okay. Einen Sex on the boat für mich und ein Wasser mit Zitrone für meine Verlobte. Geht klar. Das war notwendig, oder? Das musste jetzt sein. Das ist so lustig. Wieso? Was meinst du von der heute Nacht dran? Gott, ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie das peinlich muss sagen. Überhaupt nicht. Ich möchte einfach nur keine Show draus machen. Tut mir leid, dass ich dir diesen Traum von der Märchenhochzeit im Moment nicht erfüllen kann, aber weißt du, mit diesem Ding im Kopf, es ist einfach, das schaffe ich nicht. Verstehe. Mir nicht peinlich. Dann tanz doch mit mir. Oh, nee. Wann hast du das ich letzte Mal mein... getanzt? Ach Gott. Take my hand and take me downtown. Take my hand and let the sun go down. Let the sun go down. Nicht wieder so unsensibel, hörst du? Wir sind hier, um sie aufzuheitern. Hätte ich glatt vergessen. Emily! Hallo, hallo! Hallo. Hallo, Paula. Wir wollten mal nach dir sehen. Wie geht's dir denn? Oh, mir geht's wunderbar. Wir hatten einen ganz tollen Tag. Übrigens sind wir mit der Rückabwicklung so gut wie durch. Die Gäste wissen alle Bescheid. Nur die Floristin, naja, da müssen wir wahrscheinlich mit der Hälfte der Anzahlung. Oh, die Blumendeko müsst ihr gar nicht stornieren. Was? Die Hochzeit findet statt. Bitte? Hast du dich etwa mit Frank ausgesöhnt? Oder wer ist plötzlich der Glückliche? Es ist nicht der Glückliche, es ist die Glückliche. Ich heirate eine Frau. Ich heirate Paula. Aber Emily, nur weil Frank dich
einmal enttäuscht hat? Paula, nicht, dass wir was gegen dich hätten. Seit wann weißt du, dass du... Dass ich was? Komm, du kannst es uns ruhig sagen. Ist gar kein Problem. Also unsere Beziehung ist platonisch. Ich möchte, dass Emily das hier alles mal erbt. Entschuldige, was heißt platonisch? Dinner gibt es ab 6 Uhr im Speisesaal. Dankeschön. Schönen Aufenthalt. Wir freuen uns. Gerne. Hast du das wirklich richtig verstanden? Ich denke, ja. Tschüss, ihr zwei. Wir sehen uns, ne? Bis später. Sag mal, wusstest du, dass unsere Tochter lesbisch ist? Keine Ahnung. Ich dachte, Lesbierinnen sind Vegetarierinnen, Holzfällerhemden. Oh Gott, wo hast denn den Blödsinn schon wieder her? Guck dir doch Paula an. Attraktiv ist sie. Obwohl unsere Enkel ausgesehen hätten. Auch Douglas. War ich denn so ein schlechter Vater, dass Emily jetzt nichts mehr mit Männern zu tun haben will? Unsinn. Wir haben ihr doch alles beigebracht. Nächstenliebe, Toleranz. Ja, genau. Offenheit, Neugier aufs Leben. Tja, was haben wir nun davon? Ich fahre. Okay. Ah, hier seid ihr. Ein Mr. Mitchell hat angerufen. Unter dieser Nummer ist er zu erreichen. Hallo Thomas, ich bin's, Paula. Ich war ehrlich gesagt etwas überrumpelt, als du angerufen hast. Außerdem hatten wir eine Abmachung. Das ist 10 Jahre her. Ich habe mich immer daran gehalten. Und verlässlich Unterhalt gezahlt, ja. Tommy, unsere Tochter wird dich vielleicht brauchen. Ich habe hier meine Familie. Hast du deiner Frau von Lucy erzählt? Hör zu, ich bin krank. Und falls mir was passieren sollte, wäre es beruhigend zu wissen, dass du für sie da bist. Ich will dein Leben nicht durcheinander bringen. Wirklich nicht. Ich werde sogar selber heiraten. Also ich wünsche dir wirklich alles Gute. Finanziell wird's Lucy an nichts fehlen, aber bitte ruf mich nie wieder an. Leb wohl, Paula. Ich will nicht. Ich hätte ihn nicht anrufen sollen. Aber wenn er nichts von Lucy wissen will, wieso schickt er ihr dann jedes Jahr ein Geburtstagsgeschenk? Im Ernst? Die sind von dir. Ich will nicht, dass sie sich zurückgewiesen fühlt. Hm. Das sind die Plakatentwürfe? Ja. White Seaside Dinner. Gefällt's dir? Ich finde das nicht richtig. Du solltest Lucy gegenüber ehrlich sein. Ich bin müde. War ein langer Tag. Frank will sich morgen mit mir treffen und aussprechen. Gute Nacht. One night to be confused. One night to speed up truth. We had a promise made. Four hands and then away. Both under influence. We had divine said to know what to say. Mind is a race away. To call for hands of above. To be
Hallo. Hi. Es tut mir leid. Ich meine, ich kann verstehen, dass du mich jetzt nicht mehr sofort heiraten willst, aber gib mir nur eine Chance. Ich hatte Torschlusspanik. Ich meine, das ging so schnell mit uns beiden. Dir selbst konnte es doch nicht schnell genug gehen. Ja, ich weiß, aber weil du die Frau meines Lebens bist. Ich hatte noch nie solche Gefühle für eine Frau. Mhm. Wirklich. Das hat mir Angst gemacht. Ich habe gedacht, wenn wir heiraten, dann... Ich war so betrunken, Emily. Das ist deine Entschuldigung? Nein. Frank, wir passen einfach nicht zusammen. Das ist nicht wahr. Wir lachen über dieselben Witze. Wir lieben dieselben Filme. Wir sind das perfekte Karaoke-Gesangsduo. Du isst die Sardellen von meiner Pizza und ich die Oliven von deiner. Ich meine, wir haben den allerbesten Sex. Und wir schlafen beide am liebsten bei offenem Fenster. Du hast es bei offenem Fenster zu schlafen. Stimmt. Aber ich könnte es lieben, weil ich dich liebe. Lass uns nach New York gehen. Also, wenn du das möchtest. Frank, zu einer funktionierenden Beziehung gehört mehr als guter Sex und kompatible Pizzabelege. Es geht um Respekt, um Vertrauen in guten wie in schlechten Zeiten. Und du hast es einfach an die Wand gefahren. Du bist irgendwie anders. Ich hol die Tage ein paar Sachen bei dir raus. Emily. Super, einfach erstmal hier abstellen, ja? Hier? So. Genau. Der andere, der kann auch ruhig. Also erstmal einfach hier, wir wissen noch nicht so ganz genau, wo wir die einsetzen. Was ist das? Ach, Linda! Hi. Emily ist gar nicht da. Ja. Das ist der letzte. Okay. Ich möchte auch nicht zu Emily, ich möchte zu meiner zukünftigen Schwiegertochter. Oh. Guck mal, war sie nicht süß. Hier ist sie mit ihrem Gretchen. Ach, und da war sie in der Theater-AG. Dann wollte sie unbedingt Schauspielerin werden. Ach Gott. Ein Glück, dann hat sie die Ausbildung bei euch im Hotel gemacht. Ja, Emily hat Hotel im Blut. Die ist eine Wahnsinnsunterstützung hier für mich. Du wirst gut auf mein kleines Mädchen aufpassen, oder? Ja. Und sie hoffentlich auf mich. Ich glaube, wir haben sie immer ein bisschen zu sehr verwöhnt. Sie ist so impulsiv. Ach, das liebe ich so an ihr. Dass du auf Frauen stehst, das habe ich mir schon immer gedacht. Aber Emily, das war eine echte Überraschung für mich. Ich dachte immer, dass ich da eine Antenne dafür habe. Lesbenradar haben wir das auf dem College genannt. Und auf meinen konnte ich mich immer hundertprozentig verlassen. Aha. Emilys 21. Geburtstag. Hallo? Ich weiß ganz genau, dass dein Schwarm nicht Patrick O'Connor war. Sondern? Melissa, seine Schwester. Das ist Blödsinn. So, ich muss mal los. Ich bin mit Lucy zum Fahrradfahren verabredet. Das klingt aufregend. Mhm. Da möchte ich euch nicht länger stören. Wie würdest du das finden, wenn Emily und ich heiraten würden? Wie heiraten? Na, richtig heiraten. Verstehen uns so gut. Und wenn zwei Menschen sich so gut verstehen, dann... Versteht ihr euch nur gut oder seid ihr auch verknallt? Verknallt. Ich will Emily heiraten, weil ich beim Arzt war. Und ich habe erfahren, dass ich mich operieren lassen muss. Ich habe da was im Kopf. Und wenn ich mich operieren lasse, möchte ich, dass da jemand ist. Dass jemand für uns da ist, so richtig da. Aber dein Kopf sieht doch ganz normal aus.
Das sieht man von außen nicht. Das ist was ganz Kleines da drin. Ist nicht schlimm, aber es muss in Ordnung gebracht werden. Hast du Angst? Bisschen. Aber ich habe ja dich und Emily. Wenn du dann mit Emily verheiratet bist, ist sie dann auch sowas wie meine Mutter? Dann hätte ich ja zwei Mütter. Alles okay, Mom? Alles gut. Na, wie lief's? Naja. Gefallen dir die Probebäumchen? Nein, das ist keine Probe. Die drei sind für Lucy, dich und mich. Unsere Lebensbäume. Das war eine gute Idee. Danke. Wir machen das selber. Okay. Lass uns die große Party machen. Wenn jemand eine Prinzessin Hochzeit verdient hat, dann bist du das. Dinner in Weiß, Hochzeit in Weiß. Sicher? Ja. Danke. Ich glaube, Lucy findet das auch gut. Hast du mit ihr gesprochen? Mhm. Oh, wir könnten... Also, ich dachte, es wäre vielleicht schön, wenn wir auch um einen kirchlichen Segen bitten. Ich glaube, Gott findet es ziemlich gut, wie wir beide aufeinander aufpassen. Oh, es gibt diese Pastorin in Rowley, die hat kürzlich ein schwules Paar getraut. Die fragen wir. Lass mich mal. Reverend Bennett, Paula Atkinson, hallo. Und das ist meine... Emily Van Garden. Hallo. Schön, dass Sie kommen konnten. Ja, ich besuche gern das Brautpaar für das Traugespräch. So lerne ich es besser kennen. Aber ich bin auch hier, weil ich gehört habe, dass der Kuchen hier sündhaft gut ist. Kommen Sie bitte. Wo haben Sie sich kennengelernt? In der Highschool. Paula war ein paar Klassen über mir. Bitte. Ich habe sie immer bewundert. Aus der Ferne. Aber dann, bei den Football Finals, hat sie meine Cheerleader-Ehre gerettet. Auf der Mädchentoilette. Ich hab eine Naht geflickt. Das Kostüm war ein bisschen zu eng. Es war eine Naht an einer ziemlich peinlichen Stelle. Später habe ich dann meine Hotelausbildung hier im Seaside gemacht. Ja, meine Eltern führten damals noch das Hotel und Emily gehörte dann sehr schnell zur Familie. Es ist schade, dass die beiden die Hochzeit nicht mehr miterleben können. Mhm. Gestatten Sie mir eine Frage. Vor kurzem wollten Sie noch jemand anderen heiraten, einen Mann. Ich habe dann im letzten Moment gemerkt, dass es nicht richtig ist. Dass Sie Frauen lieben. Dass Paula diejenige ist, die immer für mich da ist. Und für die ich immer da sein will. Dass wir einander gut tun und zusammengehören. Wir wollen eine richtige Familie sein. Ich möchte nur sicher gehen, dass Sie nicht aus einer Laune heraus den Heiligen Bund der Ehe eingehen. Sie übernehmen vor der Gemeinde und vor Gott Verantwortung füreinander, geloben einander Vertrauen und Treue. Sind Sie dazu bereit? Hallo! Gut, dann können wir ja jetzt die Zeremonie durchgehen. Und dann nehme ich den Ring und stecke ihn dir an den Finger.
nehme ich den Ring und stecke ihn dir auch an den Finger. Und sobald sie die Ringe getauscht haben, erkläre ich sie für verheiratet. Und das ist jetzt die Stelle, wo ich dich küsse. Haben Sie noch Fragen? Kannst du mir zeigen, wo es diesen leckeren Kuchen gibt? Klar! Was sie da über Treue gesagt hat. Wir werden uns auf unsere Weise treu sein. Emily? Nichts. Wir schaffen das. Küsst ihr euch jetzt immer? Nein, das war nur Spaß. War aber lustig. Hast du auch Angst um Mom? Wegen ihrem Kopf? Ja. Aber das ist ganz normal, Angst zu haben. Man darf sich aber auch freuen über Sachen, die schön sind. Wie zum Beispiel auf meinen Geburtstag? Wenn du bald sowas wie meine zweite Mom bist, kannst du mir dann nicht einfach morgen einen Hund schenken? Augen zulassen, ja? Nicht gucken. Okay. Aufmachen. Und pusten. Ja! Hast du dir was gewünscht? Hab ich. Jetzt das hier. In der Schule haben wir jetzt übrigens Sexualkunde. Oh, danke. Die sind ja toll. Gleichgeschlechtliche Liebe, Transgender und so. Schwul und lesbisch. Seit ich erzählt habe, dass meine Mutter jetzt lesbisch ist, bin ich richtig was Besonderes. Lucy, musst du das wirklich in der Schule rumerzählen? Wieso? Bist du doch jetzt. Sehr schön. So, jetzt noch mal Augen zumachen und nicht gucken. Erst wenn ich sag. Aufmachen! Oh, wie cool! Ich mir das so gewünscht habe. Das probiere ich gleich aus. Guck, da ist der Eingang. Los. Sehr gut. Achtung, los geht's. Nee, Emily. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du kannst doch sowas nicht alleine entscheiden. Entschuldige, ich konnte nicht anders. Ach, komm. Sie hat es sich so gewünscht. Von dir? Mhm. Wie heißt er denn? Ich glaube, er heißt Tommy.
Zimmer, bitte. Freunde? Freunde. Wollen wir noch eine Pizza essen gehen? Unter Freunden. Es war so schön, euch wiederzusehen. Aber ein toller Abend. Es war mir ein Vergnügen. Wiedersehen. Gute Nacht. Komm gut nach Hause. Tschüss. Ja. Diese Spießer. Oh, hast du ihr Gesicht gesehen? Wahrscheinlich sind die nur neidisch. Ja, der Schwiegersohn ist ein Volltrottel. Gegen unsere Paula eine richtig gute Partie. Ich würde mir nur für Emily wünschen, dass sie dazu stehen kann. Ja, ich habe auch eine Zeit gebraucht, mich an Gedanken zu gewöhnen. Aber jetzt bin ich dazu bereit. Out and proud. Ich fahre. Sag mal, ist das nicht Emilys Auto? Ja. Du Schatz, da sitzt jemand drin. Das werden wir doch gleich mal sehen. Pass auf. Das habe ich jetzt aber nicht gesehen. Komm, wir konnten vor der Hochzeit auch nicht die Finger voneinander lassen. Das ist ein Mann. Das ist Frank. Mom? Dad? Ist jetzt etwa B? Hi. Du warst aber lange weg. Kann ich mir Sorgen machen, dass du demnächst mit dem Nudelholz hinter der Tür stehst? Wie war es denn? Wir haben geknutscht. Ist ja ziemlich großzügig im Verteilen von Küssen im Moment. Oh. Hab keine Angst, ja? Ich stehe zu unserer Vereinbarung. Entschuldige. Dieses Scheißding in meinem Kopf scheint einfach nicht meine besten Seiten zum Vorschein zu bringen. Wie hat er denn auf unsere Hochzeitspläne reagiert? Das habe ich ihm noch nicht erzählt. Ich wollte auf den richtigen Moment warten. Und wann soll der sein? Nach dem Eingriff werden wir Sie ein paar Tage zur Beobachtung hier behalten. Anfänglich werden Sie sich ein wenig müde fühlen, aber es wird Ihnen sehr schnell wieder besser gehen. Soweit alles klar? Ja. Wir sehen uns dann nächste Woche. Auf Wiedersehen. Herr Professor McKinney, bist du wirklich in den besten Händen? Cheryl? Würden Sie bitte Miss Atkinson zum Blutdruckmessen mitnehmen? Bis gleich dann. Vermisst dich wahnsinnig. Ich vermisse, dass du neben mir liegst, wenn ich aufwache. Ich vermisse deine Haut und ich vermisse, wie du riechst. Und deine Segelohren vermisse ich und deinen kleinen schiefen Zahn. Nein, ein Grüppchen von dir ganz besonders. Kannst du mir verzeihen? Komm zu mir zurück. Heirate mich. Dr. Steinberg, ein Notfall. Der Patient in Zimmer 5. There's a grace in how you choose which memories to lose. Like the curl of your lips and your fingertips. Paula Atkinson, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, verfüge hiermit,
dass im Falle meines Todes meine Frau, Emily Van Garden, die Vormundschaft für meine Tochter, Lucy Norma Atkinson, erhalten soll. Emily! 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 Was machst du hier? Ich komme dich besuchen. Willst du mich nicht reinbitten, sonst fällt mir gleich wieder ein, dass ich Höhenangst habe. Du bist so ein Spinner. Ich tue alles für dich. Alles. Ich gehe mit dir nach New York, Paris, Tokio. Ich liebe dich. Wir gehen nach New York. Deine Stelle im Westside Grand ist sicher noch frei. Ich finde überall eine. Und wir suchen uns ein kleines schnuckliges Apartment mit begehbarem Kleiderschrank. Was denkst du? Ich kann hier nicht weg. Gut, dann bleiben wir eben hier. Frank, ich heirate Paula. Das ist gut. Ja, und ich heirate den Liftboy. Heirate Paula. Das ist ein Witz. Wir machen das, damit Lucy im Fall der Fälle bei mir bleiben kann. Was wird aus uns? Ist jetzt egal. Darüber hast du auch nicht nachgedacht. Sonst wären wir längst verheiratet und müssten dieses Gespräch überhaupt gar nicht führen. Frank, ich habe Paula ein Versprechen gegeben und das mit uns muss doch nicht zu Ende sein. Wie schön du bist. Aufgeregt? Ich hoffe, ich tue das Richtige. Ich hoffe, ich tue das Richtige? Ich sollte euch etwas sagen. Hi. Hallo. Ich suche den perfekten... Entschuldige, dass ich mich wie eine kindische beleidigte Leberwurst verhalten habe. Wir finden schon irgendeine Lösung, aber bitte tu's nicht. Blumenstrauß. Groß. Egal wie teuer. Und warum hast du uns das nicht erzählt? Ihr seid die besten Eltern der Welt. Seid ihr, wirklich. Aber ihr erklärt jede meine Entscheidung für verrückt. Zu Recht. Diesmal nicht. Wir sind stolz auf dich. Ja, das sind wir. Was auch immer Sie verbrochen haben, diese Blumen werden es wieder gut machen. Danke. Gehen Sie heute auch zum White Dinner im Seaside? Ja, ich muss mich nur noch umziehen. Das Dinner ist ja nicht das Einzige, was da passiert. Da findet auch eine Hochzeit statt. Eine Hochzeit? Ja, die Hotelbesitzerin heiratet ihre beste Freundin.
Lucy? Kannst du mir mal helfen? Klar. Nicht aufgeregt sein, Mom. Mann, bitte fahr doch einfach auf die Seite. Sag mal, bist du taub oder was? Fahr auf die Seite, bitte. Scheiße, fahr auf die Seite, Mann. Ich glaub's nicht. Das kann jetzt nicht sein. Hallo? Wahnsinn. Das noch. Hi. Hi. Sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe. Du bist echt ein Arsch. Ah, ich hatte ziemlich viel Stress. Ja. Ich habe gehört, Emily hat sich mit jemand anderem getröstet. Es tut mir echt leid. Das wollte ich nicht. Und wenn ich könnte, würde ich... Danke. Ich hab's ehrlich gesagt ziemlich eilig. Kann ich irgendwas für dich tun? Nein. Obwohl? Entschuldigt. Darf ich einen kleinen Moment um eure Aufmerksamkeit bitten? Danke. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder gekommen seid, um mit uns das Seaside-Fest zu feiern. Diesmal ganz in weiß. Die Idee stammt von Emily. Emily Van Garden, wer sie noch nicht kennt. Emily ist seit vielen Jahren ein enorm wichtiger Mensch für mich. Und deshalb habe ich beschlossen, sie zu heiraten. Also wir haben beschlossen, zu heiraten. Ja, und weil wir ja sowieso schon weiß angezogen sind und weil das einfach ein zauberhafter Tag ist, dachten wir, wir machen das heute. Hier und jetzt mit euch. Wenn ihr wollt. Juhu! Bitte seid unsere Gäste. Folgt mir. Lucy, komm zu. Passt auf eure Füße auf, ja? Wie schön, dass wir heute alle hier sind. In guten und in schlechten Tagen. Ja, ich will. Dann erkläre ich Sie hiermit für verheiratet. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Emily! Emily! Alle schauen zu mir und lächeln!
Cheese! Sehr schön. Nicht weglaufen. Na, kommen Sie schon. Eins geht noch. Geht doch. Lächeln. Und ein fröhliches. Noch mehr Freude. Noch mehr Freude. Ja! Eins, zwei, drei. I wrote the pain down, got off and looked up, looked into your eyes. The lost open windows all around, my dark heart lit up the sky. I'm on my knees in fascination, looking through the light, and the moon's never seen me before. Lucy! Lucy, komm zu uns! Sie gib mir Kat! Wasser gezogen. Wenn ich du wäre. Ich habe über meine Tochter in den letzten Tagen einiges gelernt. Ich habe sowieso keinen Einfluss darauf, wen sie liebt, küsst, heiratet. Eigentlich wären wir jetzt in den Flitterwochen. Tja. Selber schuld. Ich bin so ein Idiot. Es ist die Frau. Emily ist die Frau. Gib die Hoffnung nicht auf. Man muss ja nicht unbedingt heiraten. Harry. Auf den Schwiegersohn, den ich nie haben will. Was für eine Nacht. Ach, keine mehr. Würdest du mich über die Schwelle tragen? Was ist mit dir? Denkst du an die OP? Ja, auch. Emily, Thomas hat mich damals verlassen, weil ich ihm gegenüber nicht fair war. Er hat gespürt, dass ich ihn nie wirklich lieben kann. Weil ich... Ich liebe Frauen. Hm? Wer war das denn? Na, wahrscheinlich schon immer. Ich habe eben nur bis zur Trennung von Thomas gebraucht, um es zu begreifen. Warte, warte.
Du weißt es seit 10 Jahren? Warum hast du mir das nie gesagt? Ich musste erst mal selbst mit mir ins Reine kommen. Und für mich ging es dann auf einmal um so viel. Ja, und für mich nicht, oder was? Ich hab mich für dich entschieden. Gegen Frank. Gegen den Mann, den ich liebe. Ich weiß. Ich wollte es dir auch sagen. Ich wollte ja. Aber dann konnte ich auf einmal nicht mehr, weil ich mich in dich verliebt habe. Hast du mich deswegen geheiratet? Nein. Nicht wegen Lucy, sondern weil du dich in... Nein. Mich... Sag mal, warum geht's eigentlich hier die ganze Zeit nur um dich? Es geht doch um uns. Nein, es geht um dich die ganze Zeit. Du hast mich belogen. Nein. Das war nicht die Verabredung. Du hast mich total hintergangen. Und Lucy hast du auch belogen. Mit diesen angeblichen Geschenken von ihrem Vater. Du bist... Jetzt bin ich auch noch deine Frau. Hier. Ich will das nicht. Das ist gerade abgegeben worden. Danke. Na komm. Du Mom, wo ist Emily? Ich habe sie heute noch gar nicht gesehen. Uns gestritten. Wieso? Weil ich blöd bin. Ich habe ihr nicht die Wahrheit gesagt. Ich war feige. Wie jetzt? Manchmal sagt man jemandem nicht die Wahrheit, weil man ihn beschützen will. Ich weiß. Du willst mich auch immer beschützen, obwohl ich gar kein Baby mehr bin. Aber du würdest mich deshalb nicht anlügen. Habe ich gemacht. Liebe Lucy, auch wenn ich spät dran bin, von Herzen alles Liebe zum Geburtstag.
dein Vater Thomas? Aber ich hab doch das. Heißt das, ich hab nie was von meinem Vater bekommen? Kein Wunder, dass Emily sauer auf dich ist, wenn du sie auch belogen hast. Lucy! Lucy! Ja. Was? Und wo ist Professor McKinley? Wird schon unterwegs. Was ist los? Paula wird gleich bei uns eingeliefert. Was? Sie muss sofort operiert werden. McKinley ist bei einem Golfturnier in Florida. Ich bin hier die Krankenhausseelsorgerin. Kann ich irgendwas für Sie tun? Beten. Dr. Steinberg wird gleich hier sein. Operationssaal A ist vorbereitet. Moment! Moment, Moment! Wir müssen sofort operieren. Es zählt jede Minute. Ganz kurz, bitte. Bitte entschuldige, dass ich so blöd war. Ich kümmere mich um Lucy und um das Seaside, aber es wird nicht nötig sein. Jahren bei einem Aneurysma-Coiling assistiert. 87 Mal. Und wie oft haben Sie dabei gedacht, wann komme ich endlich selbst zum Zug? 87 Mal. Sag ich ja. Viel Glück. Alles in Ordnung? I give it to her, she'll be over that. Well, I will ring you up, say I want you. Back chop, back stop, say I never wanted that. It's just inevitable distance. It's the bitterness I give it to her, she'll be. Willkommen zurück im Leben. Ah, ah, die sind für Paula. Reverend Bennett. Hallo. Thank you.
Ach, ich liebe dich. Du bist nicht perfekt, aber ich liebe dich einfach. Du bist auch nicht perfekt, aber ich liebe dich auch. Wenn du was wissen willst, kannst du mich alles fragen. Alles? Ja. Okay. Willst du Emily Victoria von Garden? Nein, das geht nicht. Willst du Emily Victoria von Garden mit mir fremdgehen, bis dass der Tod uns scheidet? Ja, daran könnte ich mich gewöhnen. Kriege ich dafür auch einen Ring? Thomas hat sich gemeldet. Er kommt mit seiner Familie an Thanksgiving her. Sie wollen Lucy kennenlernen. Emily sollen üben. Warte mal. Emily, willst du meine Ex-Frau werden? Und einfach wieder meine liebste, beste, wichtigste Freundin sein? Bis, dass der Tod uns scheidet. Bitte? Bis ans Ende unserer Tage. Sag's. Was denn? Das L-Wort. Das jetzt? Na komm, sag. Ich bin lesbisch. Ich bin lesbisch. Ich bin lesbisch. Ich bin lesbisch. Ich liebe Frauen. Also eigentlich liebe ich eine Frau. Bisschen Zeit werde ich noch brauchen. Unsere Pastorin steht auf dich. Jill? Das ist so ein Blödsinn. Ach, Jill, ihr seid also schon beim Du. Verstehe. Sie hat mich ein paar Mal im Krankenhaus besucht. Sie ist Seelsorgerin, das ist ihr Job. Ist es auch ihr Job, deinen Hintern auszuchecken? Das hat sie nicht gemacht. Hat sie echt, ja? Places I go.